Extreme Dürre in Ostafrika. Zwei Regenzeiten sind komplett ausgefallen. Die Weidegründe ausgetrocknet, die Vorräte aufgebraucht und das Nutzvieh stirbt vor den Augen seiner Besitzer. Es ist die schlimmste Dürre seit 60 Jahren. Mehr als 12 Millionen Menschen, darunter über eine halbe Million Kinder, sind am Horn von Afrika von einer schweren Hungerkatastrophe betroffen. In der Region Marsabit im Norden Kenias leben die Familien traditionell von der Viehzucht. Doch seit Monaten sehen die rund 300.000 Bewohner fast nichts anderes als Staub, ausgetrocknete Böden und verdorrte Pflanzen. Ihre Tiere sterben. Die Menschen haben kein Geld, um Nahrungsmittel zu kaufen. Viele Familien können, wenn überhaupt, nur noch einmal am Tag essen. Die Situation ist dramatisch. Malteser International hilft gezielt in dieser ländlichen, kargen Region. Seit 2006 arbeiten die Malteser mit der Diözese Marsabit zusammen und können so auch die Notleidenden in besonders entlegenen Gebieten erreichen. Die LKWs voller Reis, Bohnen und Öl treffen nach zweitägiger Fahrt aus Nairobi in Marsabit ein. In den umliegenden Orten Segel, Kargi und Laisamis haben Mitarbeiter der Gemeinden bereits Listen erstellt, aus denen genau hervorgeht, wie viele Menschen Hilfe benötigen. Auf der Grundlage dieser Zahlen beladen die Helfer die Geländewagen. Mit ihnen geht es weiter zu den Gesundheitsstationen, wo sie die Nahrungsmittel verteilen. Für die großen LKWs sind die Strecken nicht befahrbar. Insgesamt versorgt Malteser International rund 43.000 Bedürftige in einer Region so groß wie Bayern. Die Gesundheitszentren liegen mitunter extrem weit auseinander und nicht jeder Ort verfügt über eine solche Einrichtung. Deshalb fährt Malteser International auch in die entlegenen Dörfer. In Segel, einem kleinen Dorf 30 Kilometer von Marsabit-Stadt entfernt, warten die Menschen auf die dringend benötigten Hilfsgüter. Jede Familie erhält 12 Kilogramm Reis, 6 Kilogramm Bohnen und 2 Liter Öl. Das reicht zunächst für einen Monat. Dann bringen die Helfer Nahrungsmittel für weitere 4 Wochen. Und falls die nächste Regenperiode, die für Ende Oktober erwartet wird, auch ausbleiben sollte, wird Malteser International die Verteilungen auf bis zu 4 Monate ausweiten. Zudem bekommen in der Region Marsabit rund 10.500 besonders bedürftige Personen wie Kinder, Schwangere und stillende Frauen sowie kranke und alte Menschen eine Ration mit spezieller Aufbaunahrung. Denn laut UNICEF leiden derzeit etwa 30% der Kinder in der Region unter akuter Mangelernährung. Am Krankenhaus in Laisamis, 100 Kilometer südlich von Marsabit, warten rund 2.700 Menschen auf Hilfe. Die Mitarbeiter von Malteser International und der Diözese sorgen dafür, dass alle Lebensmittel gewogen und gerecht verteilt werden. Zusätzlich kümmern sich die Malteser um die medizinische Versorgung der Menschen. In Sakadala, einem Vorort von Laisamis, gibt es kein Gesundheitszentrum. Hier muss ein Baum als Treffpunkt reichen. Ein Tisch unter freiem Himmel dient als Büro. Denn auch hier wird genau festgehalten, wer Hilfe erhält. Die Menschen in Laisamis berichten, die Tiere sind unterernährt und geben kaum noch Milch und Fleisch. Viele Familien haben vor der Dürre zahlreiche Ziegen und Zebus besessen. Nun sind es nur noch vereinzelte Tiere.
Doch das Halten von Vieh bedeutet für viele Menschen in dieser Region ihre Existenzgrundlage. Die Dürre droht, sie derer zu berauben. Die Gründe für die Hungerkatastrophe am Horn von Afrika gehen jedoch weit über die anhaltende Trockenheit hinaus. Deshalb sind hier ein längerfristiges Engagement und neue Konzepte der Hilfe gefragt. Malteser International wird die Menschen in Marsabit auch weiterhin unterstützen und deren Selbsthilfekräfte stärken. Die Bevölkerung soll besser auf künftige Dürreperioden vorbereitet sein und sich eigenständig versorgen können. Malteser International. Für die Menschen in Marsabit und weltweit. Thank you.